Hey Freunde und ganz herzlich willkommen. Wir spielen Flash. Nein, Flash Frozen, so heißt dieses Indie-Horror-Game. Ist schon ein bisschen älter. Jetzt komme ich endlich auch mal dazu, es zu spielen. Wir sind in diesem Spiel auf irgendeinem abgebuddelten Schiff. Abgebuddelten Schiff, hört sich auch sehr nett an. Also auf einem Schiff, das irgendwie, ja, quasi verunglückt ist und auf Grund gelaufen ist. Und das in im eiskalten Wasser, also quasi der Titanic-Simulator. Oder wenn man es ein bisschen moderner sehen will, der MS Concordia-Simulator. Aber ich glaube nicht, dass da Eis im Spiel war. Und ja, wir müssen jetzt hier versuchen zu entkommen, was gar nicht so einfach ist. Denn wir wissen nicht, wie spät es ist, nein. Allzu viel weiß ich von dem Spiel jetzt auch nicht, aber grafisch sieht es schon mal sehr toll aus und wir haben hier, naja. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie was mit Gegnern zu tun haben oder ob das jetzt einfach nur daraus aufgelegt ist oder ausgelegt ist, zu entkommen. Also es sind einige Rätsel. Mit E können wir das Rad drehen, wenn es geht. Ah, wir sind im Raum des Commanders. Oh, wow. Hi. What the shit? Blitzeis nennt man sowas wohl. Lighter will highlight objects. They are interactable. Okay. Mal sehen, kann ich hier mit irgendwas interagieren? Hey! Gerade mal F probiert, ob wir eine Taschenlampe oder sowas haben. Ein Feuerzeug ist noch besser. Und spielen wir eine Frau? Wir haben ein sehr dünnes und schlankes Ärmchen. Vielleicht können wir diese Eismassen mit unserem Zippo zerstören. Wir sind der Zippo-Man. Zippo-Man, yes he can. Okay, Watercourse, okay, ich verliere an Körperwärme logischerweise, wenn ich mit dem Eiswasser in Berührung komme, deswegen drehen wir es ab, ne? So sehen wir mal. Squeak! Es ist hübsch, hübsches Design, gefällt mir. Gemacht ist es auf der Unity Engine, wir müssen... Oh. Was? Was war das? Ah, you cold. Find a way, get warm. Gibt's Wodka hier oder sowas? Oh, Moment. Tatsächlich. Press E to ignite flammable objects. Okay, wir können das... Press E to read. Ich wollte eigentlich versuchen, Feuer zu machen. Okay, lesen wir halt erstmal. Catherine Cruise Lines. Okay. Ist quasi die MS Concordia. Ich überfliege das jetzt mal ganz schnell. Was sind das für Geräusche hier? A surrounding area. Okay, die Passagiere sind sehr erschrocken und konfus und sind in Panik geraten. Okay, also anscheinend spukt sie auf diesem Schiff. Wir müssen aushalten, bis Hilfe erreicht, unterstrichen mit Fragezeichen. We will make it... Und unten... Erster Kapitän. Und irgendjemand hat Lügner hinter seinen Namen geschrieben. Kapitän ist ein elendes Lügenmaul. Hat uns hier allein auf dem Schiff gelassen und er ist im beheizten Schlauchboot mit seiner Kapitänesse. Kapitänesse? Gott. Auf und davon. Kapitänesse. Was ein Wort. Mein Gott. Bin ich blöd. Was soll ich denn mit der Tasse hier? Will ich doch gar nicht. Kann ich das in Brand stecken? Hey! Mir ist wieder warm. Ich habe zwar eine Rauchvergiftung, aber mir ist nicht mehr kalt. Okay. Das Spiel wurde auch gerade gespeichert, stand da. Die Uhren in diesem Spiel sind seltsam. Könnt ihr die lesen? Ich nicht. Ich habe gerade seit gestern wieder Uhren lesen gelernt, denn ich musste ja alle Uhren umstellen.
Wir haben ja wieder Winterzeit, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob das unendlich hier brennt, dieses Feuerzeug. Ich will's mal hoffen. Was passiert jetzt? Also, wenn es realistisch ist, brennt es natürlich nicht unbegrenzt. Aber wir hoffen mal, dass es in diesem Punkt... Press Tab, check your fuel. Ah, okay. Wir haben nur begrenzte... ja. Feuerzeugbenzin. Okay, da darf ich nicht hin. Wie gesagt, kaltes Wasser ist nicht gut für mich. Kann ich da drüber? Ne, ich sollte springen. Okay. Und hepp! Hey, das war ja kein Sprung. Das war ja quasi ein... Schuh! Wir sind ja quasi geschwebt. Wie grazil das geht. Oh, hoppala. Naja, oder auch nicht. Ich sollte mal zusehen, dass ich hier vom Schiff komme. Hier kann ich, glaube ich, nicht weiter. Und hier auch nicht. Ich kann mich doch nicht hier in die kalten Fluten stürzen. Was ist denn das? Oh, ein... zweiter Benzintank, das ist gut. Ich nehme mal an, wir müssen irgendwo wieder einen Hebel finden. Cargo Bay, Level 2A. Kann ich das öffnen? Nö. Moment, hier geht's irgendwo nach unten. Na, da gehen wir doch mal todesmutig hier runter und sterben! Hier geht's weiter. Oh! Alkohol! Fuel. Oh, ein Tagebucheintrag. When I took this job, to be a good life. Work little, see the world. Ah, das ist anscheinend irgendein Matrose oder ein, ja, Bediensteter dieses Schiffs. Der hat sich gefreut, wenn er diesen, als er diesen Job angenommen hat. Oh Gott. Es wird alles toll. Ein bisschen arbeiten, was von der Welt sehen, auf dem Meer schwimmen. Und was er stattdessen bekommen hat, 60 Stunden pro Woche arbeiten. Auf, ja, er fühlt sich irgendwie ausgebeutet. Also er arbeitet sich den Arsch auf, oder er reißt sich den Arsch auf für dieses Schiff. Und er hat irgendwie nichts davon. Sehr dubios, diese Katharina. Vielleicht hat irgendeiner der Sklavenarbeiter hier das Schiff absichtlich gegen einen Eisberg gesteuert. Wer weiß, vielleicht war es auch damals bei der Titanic so. Man weiß es nicht. So. Musik ist cool. Schöner Ambient-Soundtrack. Ich bin gestorben! Ja, Checkpoint. Ich bin gesterbselt. Ich glaube, es hakt. Wie sieht's jetzt mit meinen Fuel-Gedönsen aus? Muss ich das nochmal einsammeln? Oder... Ja, scheinbar ja. Also ich darf nicht mit kaltem Wasser in Berührung kommen. Ich bin sofort tot. Das Spiel verzeiht keinen Fehler. Gut, gehen wir nochmal. Sammelt das ein, sammeln das ein. Na komm schon, na komm schon. Ja, haben wir gelesen. Ich sollte hier... vorsichtig sein. Sehr vorsichtig. Hep. Ja, schon eher so. Nicht hier ins Wasser. Wasser ist nicht gut. Zumindest kaltes Wasser. Press E to pick a object. Was für ein Object? Ich sehe hier kein Object. Meint er das? Ah. Na, komm. Kannst du damit irgendwas anfangen? Hep! Gute Frage. Was ist denn das hier oben? Hier ist wieder so ein Mülleimer. Ich glaube, das sind Speicherpunkte. Okay, genau. Your progress has been saved. Shipping Bay. So, da ist noch so ein Fuel-Kanister. Ich guck mich erstmal hier in aller Ruhe um. Ich habe immer Angst, was zu verpassen.
Nee, da hinten war ich vorhin. Alles okay. Geh ich mal durch den Eingang hier. Ah! What the shit? Mein Gott. Mir friert hier der Arsch ein. I found you? Wer hat mich gefunden? Oh! Hi, ich sehe nicht mehr, wo ich hinlaufe. Oh Gott. Was denn? Okay, ich habe zumindest kurz vorher gespeichert, immerhin. Ich wusste gerade gar nicht, dass wir schon wieder steuern können. Nach dieser Zwischensequenz. Okay. Wer hat mich gefunden? Lass mich, lass mich, lass mich. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, danke. Okay. Feuer, 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 Feuer. Alles klar. Wir haben noch zwei Kanister. Das ist nicht viel, aber auch nicht wenig. Sollten wir zurechtkommen. So, hier müssen wir ein bisschen Bob der Baumeister spielen. Jo, wir schaffen das. Na, lass doch los. So. Da ist schon wieder was zu lesen. Why does God hate me so much? Warum hasst mich Gott so? Was habe ich getan, dass ich so etwas verdiene? Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Ich habe vor Jahren aufgehört, religiös zu sein. Was? Some kind of demon rebellion. Why in God's name was that guy ever made a captain of a ship? We all got... Irgendwas ist mit dem Kapitän. Ist anscheinend ein ziemlicher böser Mensch. Warum wurde der vorher zu einem Schiff? Es ist also irgendein... ganz fieser Typ, der hier wahrscheinlich ziemlich viel Scheiße gebaut hat. Kann ich hier hoch? Kann ich? Kann ich? Kann ich? Oh. Ich weiß es nicht. Ich versuche erstmal diesen Weg. Sieht schon eher nach was aus. Ah, da ist wieder... Alkohol! Ja. Ich finde das cool, dass die Kälte kommt richtig gut rüber in diesem Spiel. Also, man friert schon ein bisschen, wenn man das spielt. Ich könnte jetzt ein Glühwein vertragen. So, können wir jetzt hoch? Yep. Danke, danke. Wohin nun? Da gehen wir einfach mal so weiter. Ich habe immer Angst, ins Wasser zu fallen. Es käme nicht so gut jetzt. So, hier können wir wieder saven. Alles klärchen. Und uns ein bisschen die festgefrorenen Patschehändchen aufwärmen. So, kommen wir da irgendwie hoch? Ja, mit unseren Freunden den Kisten. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, nicht ins Wasser fallen. So, geht das? Yes, Sir. Okay. Drehen wir mal am Rad. Und schon ist das Wasser weg. Sehr gut. Und geht's weiter? Was sind wir denn jetzt hier? Lagerraum, Küche. Lebensmittel. So, da ist wieder Fuel. Sprühsahne, lecker. So. What the shit? Alter, das war voll laut. Okay. Oh, oh. Oh, das hört sich nach hektischer Musik an. Ich glaube, wir sollten mal ganz schnell sehen, dass wir hier hochkommen. Wow, fuck you. Es eist uns zu. Mir geht der Arsch auf Grundeis, würde ich sagen. Fuck.
war doch schnell. Ich war voll schnell, ey. Voll schnell, sowas von. Okay, ich glaube, ich muss noch schneller hier hoch. Da kommt immer diese blöde Sequenz hier. Ja, lass mich doch rennen. Guck nicht lang rum und renn die Treppe hoch, du Depp. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ja, schnell, 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 schnell. Lauf doch, du Idiot. Dankeschön. Stress. So. Feuer. Können wir da rein? Ja, super. Als wäre es nicht schon kalt genug, haben wir hier noch eine Winterlandschaft. Und eiskalte Soda. Was haben wir denn da alles? Orange Dream, Peach Passion, Strawberry, Rango Mango, Funky Fruit, Bananas Blend, Arctic Apple oder Lemon Baller. Da fällt die Wahl. Was wird das eben? Hähnchenschenkel. Die lassen sich's gut gehen hier. Kann ich da rein? In den Utility Room? Nein. Kann ich nicht. Schade. Okay, plötzlich wird es still. Oh, Ottos Leuchtturm. Bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung und ich wohne hinterm Deich. Ach, das waren noch Zeiten. Guten alten Otto-Serien. Oh, wir haben einen Fernseher. Ich dachte, das Spiel spielt in weiter Vergangenheit, aber sieht gar nicht so aus. Da hat jemand Karten gespielt. What the fuck? Kann ich Schubladen öffnen? Nö. Kleenex. Hat wohl einer hier Pornos geguckt und, ne? Noch einmal richtig schön. Oh, okay, ich werde schon wieder unsachlich. Entschuldigung. Tausendmal sorry. Hey, ist aber hübsch hier. Bisschen weihnachtliche Stimmung. It been 4 days since the ship... Okay, es ist 4 Tage her, seit das Schiff auf Grund gelaufen ist. Und der Kapitän hat sich in seinem Loch eingeschlossen und lässt hier jeden krepieren quasi. Feiges Schwein, der Kapitän. Wonderful, eins unserer Motoren oder unserer Maschinen scheint noch zu funktionieren. Blablabla. Okay. Den müssen wir wahrscheinlich irgendwie in Gang bekommen, um hier das Schiff nochmal flott zu kriegen. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das funktioniert. What? Achso. Fuel! Das heißt, wir sollten ein bisschen sparsam sein mit dem Feuerzeug. Jedes Mal, wenn wir es anmachen, verbraucht es einen kompletten Fuel-Kanister. So, hier sollten wir, glaube ich, auch nicht reingehen. Kaltes Wasser böse. Kaltes Wasser nicht gut. Hä, wo muss ich denn hier hin? Die Tür kann ich nicht öffnen. Komisch. Was, wohin schon da? Kann ich das Hähnchen nehmen? Hier oben komme ich da irgendwie? Irgendwie muss doch hier was möglich sein. Schau nochmal genau. Sibidibt, sibididab, sipsap, sibidibab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da, wo das Wasser läuft, hin kann, ohne dass mir nicht so gut geht. Oh, 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 oh. Hey, es geht doch. Aber ich sollte mich mal schnellstens aufwärmen. Kann ich hier hochspringen? Irgendwie kann ich so gar nichts mehr. Ah, es geht. Irgendwas geht. Boah. Mehr schlecht als recht. Ah, hier. Wir sind zwar halb totgefroren, aber sportlich und... Hey, so ein Projektor hatten wir früher auch noch in der Schule. Kennt ihr das was? Wie hieß denn das? Overhead-Projektor, genau. Heute ist das natürlich ein Beamer, aber früher hatten wir noch sowas in der Schule. Da hat man dann so durchsichtige Folien draufgelegt.
Das waren noch Zeiten. Freunde, Freunde. Ich werde schon wieder nostalgisch. Da ist was zu lesen. Wenn ich mal vom Tisch gehe, kann ich das vielleicht? Nee, kann ich nicht aufnehmen. Gut, dann verschwinde ich. Hier ist wieder das schöne Bild vom Leuchtturm. Jetzt bin ich ein Stockwerk höher. Mir ist extrem kalt. Ich sollte mal irgendwie mich wieder versuchen aufzuwärmen. Konferenzraum. Also diese... Ja, das Offizierstockwerk. Wer weiß, vielleicht hat sich ja irgendwo der Kapitän eingeschlossen und ich sehe jetzt hier nur noch eine tote Leiche. Tote Leiche. Leichen sind immer tot. Catherine Cruise Lines, it's tonight. No funny business, no sudden changes. We all suffered through... Okay, wir leiden alle sehr... Through the drunkard's crap. Meint er damit den Kapitän? Also hat der anscheinend war der besoffen und hat irgendwie das Schiff gecrashed. Remember, Jim and the other engineers are going bring him and the mates to the bar. Okay. Was geht hier ab? Okay, Exit. Exit ist immer gut. Moment. So, nee, da war nichts mehr. Oh, fuck. Lauf, 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 lauf. Oh, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe, aber... Wir sind im Club Katharin. Da wollte ich schon immer mal hin. Schnell mal saven. Bäb. So, rein in den Club. Der Club. Interessant, schöne Bilder bisher. Hallo, Reception. Okay, oh geil, Daddelautomaten. Project Monster. Blasto Time, nochmal Project Monster, Cavern Quest. Heliux Havoc, Wizard Ball. Space Cadets. Hey, das kenne ich doch, Space Cadets. Der gute alte Windows-Flipper. Könnte ich ja auch mal Let's Playen, das wird bestimmt voll interessant. Windows-Pinball. So, gehen wir mal weiter. So, hier ist die Bar, von der die Rede war. Ja, was zum Trinken. Hey, auf der Titanic war es aber anders. Die haben gespielt bis zum bitteren Ende. Und hier, die Schisser, die feigen Säue sind geflüchtet. Drittklassige... Band hier. Okay, wir betreten den VIP-Bereich. Und das ohne ohne Bändchen ums Handgelenk. Zack! Zack! Hey, wir sind so sportlich und wir sind im Büro. There's never enough warm clothes to go around. Food is running low, das Essen wird knapp. Es gibt nicht genug warme Klamotten. Und immer mehr Leute verschwinden. It would be nice to think I wouldn't have to worry about falling asleep. Where gun can find me? Okay, alle sehr verzweifelt hier auf diesem Schiff. Wer kann es ihnen verdenken? Das sollte ich sein lassen. Aber lass mich raten, ich denke, dass wir dann nachher noch runter müssen. Kann sein, dass wir irgendwie das Wasser... Oh, da ist schon ein Ventil. Hey, als hätte ich's geahnt. Squeak. Okay. Und ja. Der Wasserspiegel sinkt. Also nicht singen, sondern sinken. So. Ja, super. Jetzt ja alles zugeeist. Ja, das ist blöd. Das kann ich mit meinem blöden Zippo natürlich nicht auftauen. Aber hier hat sich einiges getan. So, gucken, was hier freigegeben ist. Jetzt häp! Und häp! Und häp! Können wir die einschlagen, die Scheibe? Ich glaube nicht. Ich
glaube, da komme ich im Moment nirgends hin. Na, dann versuchen wir es mal auf der anderen Seite. Da scheint nämlich ein offenes Fenster zu sein. Fuck you! Ich bin genibbelt. Ab. Och, nö, nochmal hier. Das ist ein unfairer Checkpoint. Okay, jetzt machen wir es mal auf die schnelle Tour. Gar nicht lang hier schnacken, sondern Kopf in den Nacken und... Nicht nochmal fallen. Nicht noch einmal fallen, das wäre peinlich. So, abdrehen den Schrott hier. Gluck, gluck, gluck. Die armen Palmen da unten, ey, hier im Eiswasser gefangen. So, ich nehme an, wir können hier Stück für Stück den Wasserspiegel weiter absenken. So, jetzt Vorsicht, Herr Daddel. Bass, uff. Hep. Ist natürlich auch rutschig hier. Hey! Und hinein. Und hinein. Oh, jetzt geht das nicht. Warum? Bitte. Geh. Danke. Sind wir jetzt? Treppe runter. Wäre keine gute Idee. Auf Eis tauchen habe ich keinen Bock. Ah, Moment. Ja. Ich hab's begriffen. Ist klar. Und hey. Wahrscheinlich ist hier irgendwo ein Ventil wieder. Erstmal was zu saufen. So. Hätte gern mal wieder ein Checkpoint. Ha. Gesagt, getan. Das Spiel hört auf mich. Flupp. So. Oh, Moment. Keine Hektik hier, Herr Daddel. Ganz ruhig. Da ist das Ventil. Und weiter runter. Jetzt legen wir die ersten toten Körper frei, hä? Aber zumindest sind sie nicht verfault. In diesem Eiswasser perfekt konserviert. Ist nicht so eklig wie bei Outlast. Shit, shit, shit. I think I saw it. Was hast du gesehen? I think I saw an entire wall of ice. Eine riesen Eiswand, die sich bewegt hat. Bewegt, als wäre sie lebendig. I can't be alive. Eis kann doch nicht leben, oder? Aber ich schwöre, ich hab's gesehen. Keiner glaubt mir. Bla, 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 bla. Ja. The ice is alive. The ice is alive. The ice is alive. Okay, der dreht langsam durch. Okay. Aber ich glaub ihm, denn das Eis lebt wohl wirklich. Gluckedi, gluckedi, gluck. Ja. So, jetzt schauen wir mal, was wir jetzt angerichtet haben. Ja, erstmal die Treppe. Ach so, hier ist jetzt alles zu. Müssen wir aus dem Fenster hüpfen. Alles klar, hier die ganze Etage ist frei. Zumindest bis hier unten. Ist schon mal nett. Was ist das? Catherine's Cuisine. Ah, das Restaurant. Gibt es wahrscheinlich nur noch tiefgefrorene Fischstäbchen jetzt. Okay, late hier, Shopping. Was sind wir denn hier? Ist das die MS Primark? Was ein Nippes-Schiffchen hier. Catherine's Collectibles, ja natürlich. Wo muss ich hin? Hier rein? Na, hier rein? Wo hänge ich denn? Irgendwas ist hier. Das ist ein Koffer. Er hat hier seinen Koffer mir vor die Füße geschmissen. Ich kann hier nicht weiter. Okay. Und da vorne ist doch was. Irgendein, was ist denn das? Catherine's Cone. Ach so. Great Falls. Irgendein komisches Geschäft, was auch immer. Vorsicht, nicht eisen lassen. Oh, so ein Bescheißautomat, die habe ich früher schon gehasst. Auf dem Jahrmarkt. Furchtbar. Gucken, ob hier noch irgendein Ventil ist, womit ich hier ein bisschen... Oh, Lutschis!
Ist schön, es ist toll, sich hier umzugucken. So kleine Details, da freut sich der Daddel immer, wenn er sowas sieht. Okay, ich glaube, hier gibt's nichts mehr. So. Die Frame Rate bricht gerade ziemlich ein. Wahrscheinlich wegen diesem vielen Wasser hier. Ist nicht so gut. Ah, da ist ein Ventil. Komm zu Papa. Squeak. So, können wir jetzt das letzte Wasser auch noch ablassen? Ich hoffe, da haben wir bald mal Ruhe. Okay. Ja, komm, lass mich raus. Ja, hier sollte ich nicht rausspringen. Hey, Save Point und ich hab's verpasst. So. Müssen wir uns mal kurz ein bisschen wieder aufwärmen. So, jetzt sieht das auch schon wieder besser aus. Nee, ich kann hier wirklich nicht mehr. Sobald wir das Wasser ableisen, eisen irgendwie die Treppen zu. Aber zumindest, ja, hier können wir runter. Oh, wie süß! Oh, kleines, kleines Tutschiwälchen. So, die Mädels haben ihre Einkäufe vergessen. Ich fange an zu zittern, warum auch immer. Bibber, bibber. Was hängt denn da schon wieder? Okay, wieder ein offizielles Schreiben von Catherine Cruise Lines. To anyone reading this, we, the remaining survivors of the SS Catherine, have called a truce and are getting the hell off this damn ship. Okay, wir, die letzten Überlebenden der SS Catherine, müssen zur Hölle von diesem Schiff kommen. We've left to try and find help with all our supplies we can take with us. We left flags behind so others can follow. Okay, be warned if you remain with the ship. Die anderen sind anscheinend schon geflohen. Wir sind wahrscheinlich der Letzte, der hier noch auf dem Schiff ist. We threw the engineer that killed the captain into the deepest parts of the ship. What the fuck? Okay. Sind wir draußen? Super! Beach Party bei minus 20 Grad. Das, da kommt Freude auf. Okay, die haben hier überall diese Fahnen hinterlassen, damit ich ihnen folgen kann. Sind sie nicht nett? Sind sie nicht putzig? So selbstlos. Und der Pool ist gefroren. Könnten wir hier Holiday an Eis machen? Kann ich hier drauf laufen? Ja. Oh, das ist hübsch. Hey, fertig! Sind wir entkommen? Wir sind entkommen. Toll. Wir sind vom Schiff entkommen, aber sind jetzt im ewigen Eis gefangen. Naja, hier ist es wenigstens nicht so dunkel. Ja, Leute, das war ein interessantes Spiel. Es war jetzt kein, naja, Horrorspiel möchte ich nicht sagen. Es war eigentlich kein Horrorspiel, es war irgendwie, ja, ein Abenteuer, ein Survival-Abenteuer. Aber das hat mir sehr gut gefallen. Nette Grafik für Unity Engine und, ja. Was ich jetzt ein bisschen komisch fand, was passiert draußen? Haben wir jetzt die anderen erreicht? Haben wir überlebt? Auf jeden Fall sind wir dem Schiff entkommen, das ist schon mal klar. Nur was aus uns geworden ist, das sagt uns das Spiel leider nicht. Naja, kann sich jeder seinen eigenen Reim drauf machen. Ja, Leute, das war Flash Frozen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen auf dieser abenteuerlichen Kreuzfahrt. Und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut. Tschüss.